Leute, mein Name ist Epic Stun und mit dabei ist heute Katja. Hallo! Und Katja, schau mal, wir haben hier unseren eigenen kleinen Parkplatz mit, naja, unserem Auto. Das ist einfach ein Erdhäufchen hier, was ist da los? Aber Katja, hier unser kleines Auto können wir super cool upgraden. Wir haben nämlich hier vorne einen kleinen Händler und für die Upgrades brauchen wir super doll viele Diamanten. Für das allererste Upgrade brauchen wir nur einen Diamant. Davon bekommen wir ein kleines Auto. Das bedeutet, da hinten dieser Erdhaufen, der upgradet sich zu einem kleinen Auto. Da bin ich auch super doll gespannt. Mhm. Dann als nächstes für 5 Diamanten können wir uns ein etwas größeres Auto upgraden. Dann können wir uns ein OP-Auto holen für 30 Diamanten. Dann können wir uns hier den Parkplatz upgraden für 64 Diamanten. Dann können wir uns als nächstes eine Parkplatzwache holen für 10 Diamantblöcke. Boah, das ist super teuer. Als nächstes können wir hier uns einen Anhänger holen für unser Auto. Dann einen Bunker, dann eine Rampe und dann hier einen Diamantbrunnen für 128 Diamanten. Dann würde ich sagen, Katja, als allererstes brauchen wir erstmal eine Holzspitzhacke. Dann können wir uns vielleicht hier unter Parkplatz nach unten buddeln und einiges an Stein und Eisen holen für eine Eisenspitzhacke. Und dann müssen wir super doll viele Diamanten finden. Aber für das erste Upgrade brauchen wir erstmal nur einen Diamant. Da bin ich auch schon sehr doll gespannt. Ich freue mich dann schon allein auf ein Auto. Aussieht. Stimmt. Auf ein richtiges Auto. Das ist so cool. Okay. Stein habe ich auf jeden Fall schon genug insgesamt. Da mache ich mir hier unten in der Höhle auch einen kleinen Crafting Table und mache schon mal eine Steinspitzhacke. Damit baue ich hier schnellstmöglich weiterhin Stein ab für einen Ofen und dann kann ich schon hier unten ein bisschen Eisen braten. Dann kann ich mir hier eine Eisenspitzhacke machen. Dankeschön. Und damit hier den ersten Diamant abbauen. Und damit, Katja, können wir tatsächlich schon unser Auto upgraden. Das ist sehr nice. Okay, dann geht's hier auf jeden Fall ab nach oben hin. Ich bin sehr gespannt. Hier aufs erste Upgrade. Das wäre hier das kleinere Auto für einen Diamant und das kaufe ich. Und Katja, schau mal. Wir haben hier sogar ein kleines Häuschen auf unseren Parkplatz dazu bekommen. Aber warum unser Auto, unser Auto sieht schon ein bisschen besser aus. Was ist da alles? Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall ein kleines Dach aus Teppich. Es besteht immer noch aus Dirt. Wir haben hier kleine Räder. Was ist da alles? Und hier eine Frontscheibe. Okay, das war auf jeden Fall das erste Upgrade für ein Diamant. Das nächste Upgrade ist auf jeden Fall deutlich teurer. Moment mal, das würde insgesamt 5 Diamanten kosten. Davon bekommen wir ein größeres Auto. Und für 30 Diamanten insgesamt schon bekommen wir das OP-Auto. Da bin ich schon sehr gespannt, warte, wie das aussieht. Ja. Ich habe schon 3 Diamanten für dich. 3 hast du. Okay, das bedeutet, wir brauchen noch 2 mehr für das größere Auto. Ich bin super doll gespannt. Und wir haben jetzt hier auch zusätzlich auf unserem Parkplatz einen kleinen Laden. Tatsächlich, was haben wir denn hier mit der kleinen Kasse? Diamanten sind hier nicht insgesamt. Wir haben noch Einkaufskörbe. Aber hier geht's nach unten. Wieder in die Höhle insgesamt. Sehr gut. Und hier kann ich noch die fehlenden Diamanten abbauen. Ja, da unten sehe ich auf jeden Fall noch ein Diamant. Der wird abgebaut. Dankeschön. Dann haben wir hier noch einige. Oh, hier sind 2 nebeneinander. Die nehme ich natürlich auch mit. Dankeschön. Ich habe schon 6 Diamanten. Okay, damit können wir uns das nächste Upgrade auf jeden Fall holen. Wir könnten Katja auch näher sparen, bis wir insgesamt 35 Diamanten haben. Mhm. Für die nächsten 2 Upgrades. Das wäre auch cool. Ja, ich glaube, wir können sparen. Ja. Ich habe jetzt schon 10 Diamanten. Moment mal, den hier oben nehme ich auch mit. Dankeschön. 11 Stück. Haben wir hier weiter unten in der Höhle noch ein paar mehr? Hier sind überall noch Diamanten. Hier sind welche. Ja, tatsächlich. Ich habe noch einen. Oh, sehr gut, Katja. Damit haben wir 35 insgesamt. Oben angekommen. 36 Diamanten habe ich insgesamt. Ah, du bist da schon beim Händler. Sehr gut. Und wir können jetzt die nächsten beiden Upgrades holen. Okay, als erstes können wir hier das größere Auto holen für 5 Diamanten. Und bitte holen. Sehr gut. Und das ist unser Auto. Wie cool sieht das denn aus? Gott. Okay. Oh, es ist auf jeden Fall noch ein bisschen dreckig hier insgesamt. Ja. Wir müssen hier unbedingt die ganze Erde abbauen. Dankeschön. Hier wird alles sauber gemacht. Wir brauchen unbedingt ein kleines Schwertchen. Warte, ich mache ein kleines Schwertchen. Sieht interessant aus. Was ist denn da los? Unser Auto hat sich auf jeden Fall ein bisschen vergrößert. Ich bin sehr gespannt, wie das nächste OP-Auto aussieht. Das wird ja dann noch besser. Oh, wie nice. Okay, das wird auf jeden Fall alles tipptopp doll schön sauber gemacht. Wir haben noch mehr als genug Diamanten für das nächste Upgrade. Das ist sehr gut. Das bitte alles sauber machen. Das wird hier natürlich auch alles sauber gemacht. Weg damit. Das wird weggemacht. Wir haben hier sogar eine kleine Kiste, wo nichts drin ist. Das ist ja wie so ein Fies. Und damit haben wir hier unser kleines, süßes Autochen mit der kleinen Tür hier drunter rum. Vorne die Windschutzscheibe. Oh, das ist cool. Dann würde ich sagen, Katja, wir können uns jetzt direkt das nächste Upgrade holen. Stimmt. Nämlich hier das OP-Auto für 30 Diamanten. Da bin ich sehr gespannt, wie das aussieht. Bitte einmal kaufen insgesamt. Und Katja, das Auto wurde größer. Oh mein Gott, das sieht einfach richtig witzig aus. Was ist da denn los? Moment mal, wir können hier reingehen. Wir
Wir haben Sitz in unserem Auto, schau mal. Lol, ja, das ist nice. Hier vorne ist der Fahrersitz insgesamt. Wir haben sogar ein Bett im Auto. Das ist ja cool. Und eine Kiste und sogar einen Ofen, Crafting Table. Wir haben alles, was wir brauchen hier und in unserem Dias drin. Geupgradeten Auto. Wir haben keine Diamanten in der Kiste. Ich schau mal ganz kurz, wie viel hier das nächste Upgrade beim Händler kostet. Wir haben hier auf jeden Fall das OP-Auto. Als nächstes können wir hier den Parkplatz upgraden, wo das Auto drauf steht, für 64 Diamanten. Okay, dann kommen wir zu dir in die Höhle insgesamt. Und 64 Diamanten brauchen wir insgesamt. Das sind wirklich sehr, sehr viele. Ich bin auch sehr gespannt, wie hier dann der Parkplatz aussieht. Das ist sehr cool. Okay, dann geht's hier auf jeden Fall ab nach unten. Hallo, Gacha. Guck mal, ich kann dir schon mal meine geben, die ich jetzt habe. Ja. Guck mal, bitteschön. Bitteschön. Dankeschön. Ah! 19 Stück haben wir schon. Die hier werden natürlich allesamt abgebaut. Okay, wir brauchen insgesamt ein Stack fürs nächste Upgrade. Und 57 Diamanten habe ich insgesamt abgebaut. Wie viel hast du, Gacha? Ich habe. Ja. 9, bitteschön. Oh, dankeschön. Das bedeutet, wir haben insgesamt ein Stack und 2. Das reicht perfekt fürs nächste Upgrade. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie unser Auto bzw. unser Parkplatz aussehen wird. Vor allen Dingen, Gacha. Die Upgrades werden immer teurer und teurer. Was ist da los insgesamt? Okay, hallo Händler. Ich hätte gern hier das Parkplatz-Upgrade für 64 Diamanten und dankeschön. Und ich bin sehr gespannt, was sich jetzt hier geupgradet hat. Okay, wir haben hier, ich sehe schon Diamanten. Ah. Tatsächlich. Oh, die habe ich aufgesammelt. Was ist denn hier los? Das ist ja richtig cool. Wir bekommen hier einfach mehr Diamanten insgesamt. Oh, dankeschön. Cool. Das ist wirklich richtig nice. Hier droppen ab und zu immer mal wieder Diamanten. Das ist super, super, super doll praktisch. Wir haben hier auch einen kleinen Schrank insgesamt für unseren Parkplatz. Hier haben wir unser Auto. Das ist wirklich sehr nice. Okay, okay. Diamanten können wir hier auf jeden Fall immer aufsammeln. Zusätzlich können wir natürlich immer noch in der Höhle die Diamanten abbauen. Und ich schau mal ganz kurz, wie viel das nächste Upgrade kostet. Das kostet insgesamt 20 Diamantblöcke. Das wäre der Anhänger hier fürs Auto. Okay, 20 Diamantblöcke sind super, 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 super doll viel. Ich crafte mal ganz kurz hier schon mal die ersten Blöcke insgesamt. Okay, 3 Diamantblöcke habe ich insgesamt. Wir brauchen 20. 27 Einzeldiamanten habe ich auch. Ich komme wieder zu dir in die Höhle, Gacha. Dort müssen wir wirklich so viel abbauen, beziehungsweise oben beim Parkplatzeingang können wir einfach tatsächlich warten, um noch mehr Diamanten zu bekommen. Wir haben 20 Blöcke und 48. Das ist so, so doll viel. Und damit holen wir uns jetzt hier das Upgrade für unser Auto, nämlich den Anhänger. Das wäre das Upgrade hier für 20 Diamantblöcke. Bitte kaufen. Dankeschön. Und ich bin sehr gespannt. Oh, das ist der Anhänger. Schau mal. Und auf dem Anhänger befinden sich ein paar Diamanten, die sogar droppen. Das ist ja praktisch. Wie cool. Die können wir jetzt hier aufsammeln. Das bedeutet, zusätzlich von hier vorne vom Eingang bekommen wir hier auch nochmal Diamanten. Ich habe schon ein Stack und 34 Stück. Dann droppen hier vorne wieder welche. Was? Hier droppen auch wieder welche. Das ist ja richtig toll praktisch. Oh, vielen Dank, Gacha. Das ist so cool. Das bedeutet, wir können hier einfach warten, bekommen hier von unserem Auto-Anhänger weitere Diamanten. Hier vom Eingang bekommen wir auch weitere Diamanten. Und unser Auto sieht so doll cool aus. Wir haben jetzt hier ein rotes Doppelbett. Wir haben hier den Fahrersitz insgesamt. Hier haben wir sogar Tische, sogar Blümchen haben wir im Auto. Das sieht super, 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 super doll cool aus. Okay, die Diamanten werden auch wieder aufgesammelt. Ich habe jetzt fast 2 Stacks. Hier auch wieder beim Anhänger ab nach oben. Dankeschön. Das ist super, super, super doll praktisch. Okay, wie viel kostet das nächste Upgrade? Das nächste Upgrade kostet 64 Diamantblöcke und das wäre der Bunker. Das ist cool. Okay, das bedeutet, du bist auf jeden Fall unten in der Höhle, holst auf jeden Fall ein paar Diamanten. Ich sammle hier oben die Diamanten auf. Ich habe schon 2 Stacks und ich habe, 2 Stacks und 5. Dann crafte ich hier schon mal die nächsten Diamantblöcke. Und wir haben, 52 Diamantblöcke. Oh, wir brauchen echt nicht mehr viel insgesamt, Gacha. Das ist sehr gut. Die können wir natürlich alle hier wieder aufsammeln. Und zack, sehr gut. Und es fehlt noch ein einzelner Diamantblock. Den kann ich hier craften und zack. Und ich habe ein Stack Diamantblöcke. Das ist super, sehr gut. Damit können wir uns jetzt hier das nächste Upgrade für unser Auto holen. Nämlich hier den Bunker für 64 Diamantblöcke. Bitte einmal kaufen. Sehr gut. Und das Bunker-Upgrade habe ich geholt insgesamt. Moment mal. Können wir tatsächlich in unserem Auto in den Bunker runter rein? Das ist ja eher schon ein Bus jetzt, oder? Schau mal, wie cool sieht das denn hier aus? Tatsächlich, hier gibt es eine Luke. Und hier noch mehr Dias? Moment mal. Was haben wir denn hier? Oh, schau mal, was ist das denn hier? Dieses Badezimmer. Hier das einen kleinen sehr offen.
Pool insgesamt. Okay, hier einen kleinen Fernseher. Und hier ist unser kleines Schlafzimmer. Wie cool wir einfach hier unter unserem Auto einen Bunker. Das ist richtig, richtig doll nice. Als nächstes Upgrade haben wir, glaube ich, eine Rampe insgesamt. Und dann den Diamantbrunnen. Moment mal. Tatsächlich, die Rampe kostet 1 Stack und 5. Und der Diamantbrunnen kostet 128 Diamantblöcke. Das sind 2 Stacks insgesamt. Das ist super, super, super doll teuer. Und ja, also wir haben jetzt wirklich super, super, super doll viele Diamanten abgebaut, beziehungsweise hier beim Eingang aufgesammelt. Und damit können wir uns jetzt beide Upgrades holen. Ich hole mir als erstes hier das Rampen-Upgrade. Das kostet 1 Stack Diamantblöcke und 5 Einzeldiamanten. Und was haben wir denn hier? Das ist die Rampe insgesamt. Das sieht ja nice aus. Okay, das Auto fährt perfekt hier auf die Rampe drauf zu. Was ist denn das hier? Das ist so riesig. Das ist wirklich riesen, riesen doll groß. Wie cool auch unser Auto aussieht. Das ist sehr, sehr doll nice. Und wir können uns jetzt das letzte finale Upgrade holen. Das wäre der Diamantbrunnen für 2 Stacks Diamantblöcke insgesamt. Und den hole ich. Und was ist denn da los? Oh, wie cool ist das denn? Du stehst hier mittendrin im Diamantbrunnen. Und hier droppen so viele Diamanten bereit. Ich hab direkt, schau mal. Ich hab jetzt auch schon ein Stack. Was ist denn da los? Das ist ja ein super, super cooles letztes finales Upgrade hier für unser Auto. Das hat super, super, super viel Spaß gemacht. Unser Auto haben wir hier so, so doll cool geupgradet. Wir haben hier einen Parkplatzeingang. Wir haben einen Anhänger sogar. Das Auto ist auch riesen, riesen doll groß. Wow. Mit dem kompletten Schlafzimmer drin. Zusätzlich haben wir hier eine richtig doll coole Rampe. Und hier einen sehr, sehr doll coolen Diamantbrunnen. So, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kata vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.